Ja, dann gehen wir mal, oder? Ich würde auch sagen, hauen wir ab. Hauen wir ab. Tschüssen und bye-bye. Wir befinden uns hier gerade in Socorro, New Mexico. Also viele von euch wissen vielleicht nicht, dass neben dem berühmten Roswell-Absturz von 1947 noch einige andere Vorfälle mit UFOs aufgetaucht sind. Und unter anderem am 24. April 1964 hat Lonnie Zamora eine UFO-Sichtung gehabt. Diese UFO-Landung, die war eben in der Nähe der Stadt Socorro, also vielleicht einen Kilometer entfernt. Und daher haben viele Zeugen das gesehen. Und jetzt befinden wir uns gerade an dem Ort, wo dieses UFO damals gelandet ist. Du hast da ja ziemlich viel recherchiert, ne? Und Roswell war eigentlich gar nicht so die Haupt-UFO-Geschichte eigentlich, oder? Ich meine, dass du da was erwähnt hattest. Ja, ja, also es gibt ja immer noch Berichte darüber, dass eben der UFO-Absturz von 1947 gar nicht so nah bei Roswell war, ne? Sondern eher in der Nähe von der Stadt Corona. Der Stadt Corona. So sieht's aus, Leute. Komisch. Klingt seltsam. Ist aber so. Ist aber so. Ja, und da waren wir ja gestern in Corona. Leider haben wir es verpasst, nach der UFO-Absturzstelle oder Landestelle zu schauen. Ja. Ja, jetzt sind es noch 384 Feet. Dann sollen wir da bei der Landestelle sein. Ja, also man sieht hier die Umgebung. Da hinten sind ein paar LKWs zu sehen, ein paar Lagerhallen. Und ansonsten nur Prärie. Sehr weitläufig. Am Horizont Berge. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Berge. Ja. Also man hat hier schon ein sehr starkes Gefühl von echt absoluter Freiheit, weil hier alles ist so weitläufig, so groß alles, egal wo man ist. Hier ist nichts beengt gebaut oder so. Ja, und der Vorfall eben, der sogenannte Zamora-Vorfall bei Sorocco, ist eben ziemlich unbekannt, ist ziemlich untergegangen, denn nachdem das in der Zeitung erschienen war, in Socorro, war es dann so, dass eben mit der Zeit irgendwie immer Zeitungsartikel auftauchten, in denen dann behauptet wurde, der Polizist hätte gelogen. Ist aber jetzt nicht so, weil es gibt viele Zeugen, die damals dieses UFO wahrgenommen haben. Unter anderem auch zwei Kinder. Das eine Kind ist vor lauter Angst weggelaufen. Das ältere Mädchen blieb stehen und hat sich das UFO angeschaut und hat es dann genauso beschrieben, wie Zamora es beschrieben hatte, ohne überhaupt davon zu wissen, was Zamora wahrgenommen hatte. Und hat kurze Zeit später darüber geklagt, dass ihr Gesicht immer so brennen würde. Ist dann zum Arzt gegangen mit der Mutter und der Arzt stellte dann fest, sie hat eine starke Infrarotverbrennung. So, noch 125 Füße. Wir müssen jetzt gleich links aufs Feld. Oh Gott. Ja. Hätte mir vielleicht besseres Schuhwerk anziehen sollen. Tja, Sommerlatschen sind nicht mehr. Ja, also. Also die exakten Koordinaten sind jetzt links. Also wir sind jetzt gleich an der Stelle, aber wir müssen eigentlich noch links aufs Feld.
Aber wie gesagt, der Vorfall ist ziemlich unbekannt geblieben. Nur wenige wissen davon. Und Socorro ist ja auch nicht so weit weg von Roswell in New Mexico und vor allen Dingen auch nicht so weit weg von Corona. Also wir sind jetzt an der Landestelle des UFOs angekommen, ja. Von NordSat 64. Jetzt steht da ein Busch. Jetzt steht da ein Busch, sagt Shiva. Hier wäre es gewesen. Genau, ja. Hier, wo ich jetzt stehe. Stehe ich, wo ein UFO gestanden hat. Ja. Ist das cool. Und wo Aliens, sind die ausgestiegen? Ja. Und wo Aliens ausgestiegen sind. Also ich stand da, wo ein Alien stand. So. Ja, Shiva steht jetzt da, wo ein Alien stand. Sogar zwei Aliens, die ausgestiegen sind. Zamora hat die beiden Aliens beschrieben als erwachsene Kinder. So kamen sie ihm vor. Also die Größe von Kindern, aber vom Verhalten her sehr erwachsen. Wären ausgestiegen und haben sich dann ihr eigenes UFO angeschaut. Vielleicht stimmt hier irgendwas nicht. Sind dann hier so ein bisschen rumgelaufen und trugen weiße Overalls. Aber wenn man hier unten steht und sich umguckt, ist das ja in einer Mulde. Also von außen kann man hier gar nicht sehen, dass hier ein UFO ist. Also wenn man sich mal umguckt, hier ist eine Mulde. Also man kann eigentlich die Stadt und alles nicht sehen. Also theoretisch, wenn das andersrum, könnte man eigentlich gar nicht sehen, dass hier ein UFO steht. Das muss man schon gesehen haben, dass es landet. Also war hier gut versteckt, wollte ich damit sagen. Ja, das stimmt. Das ist eine richtige Mulde hier. Das UFO hätte also von außen hier gar nicht mehr gesehen werden können. Spannende Geschichte. Was immer die hier wollten, das ist nämlich der Punkt. Was wollten die denn hier? Die sind ja absichtlich gelandet und nicht abgestürzt. Ja. Ja, also man sieht schon, dass hier so eine gewisse runde Fläche ist, ne? So ein bisschen rund wirkt das hier schon, ne? Jetzt sind da auch Büsche drauf. Naja, man muss auch bedenken, das ist jetzt 56 Jahre her. Und ja, in dieser Hinsicht ist ja natürlich einiges an Büschen wieder gewachsen. Also außer da. Da ist nichts gewachsen. Hinter. Ja. Vielleicht war es ja da gelandet. Das kann man nicht wissen. Nein, nein. Schon auf. Wir haben es gefunden, wir haben es gefunden. Nein, und was waren wir nicht? Das war hier gerade schon. Wir haben es nur entdeckt. Also hier hat jemand schon die Koordinaten markiert. Voll geil. Aha, also wie man sieht, manche haben davon wohl doch Wind bekommen, was damals passiert ist, 1964. Und haben diese Stelle auch gleichzeitig markiert. Dass wir das gerade nicht gesehen haben, super cool. Ja, ich denke, jetzt wissen wir, wo das UFO gelandet ist. Freundlicherweise war jemand so nett. Ja. Das ist jetzt ungefähr 20 Meter von dem Punkt weg, wo wir gerade standen. Ja. Ja, aber wir wissen jetzt nicht, ob das jetzt der Punkt war oder der. Jemand aber, ist sich ziemlich sicher, der war's. Ja, aber es stimmt schon, hier ist es wesentlich ebener. Ja, das stimmt. Und vielleicht wäre es hier besser zu landen als da vorne. Ja. Ja, cool, aber jedenfalls haben wir einen UFO-Landeplatz direkt vor Füßen. Ja. Ja, ich glaube aber, wenn hier welche wären, dann wären die wohl schon in den letzten 50 Jahren verschwunden worden. Mhm. Ich fürchte es. Wir schauen gerade, ob wir irgendwelche Anomalien entdecken. Zählen ein paar verkohlte Steine? Wo? Ich weiß nicht, die sehen komisch aus, ein paar davon jedenfalls. Der hier zum Beispiel. Aber ich glaube nicht viel.
kann man das Gelände mal ein bisschen von oben sehen, aber und sind jetzt auch keine großartigen Anomalien aufgefallen. Hier ist zumindest damals mal ein kleiner Bach durchgeflossen. Zamora hat also damals beschrieben, er wäre einem Raser hinterhergejagt, weil der war ja Polizeibeamter. Und als Polizeibeamter ist er natürlich seiner Pflicht nachgegangen und wollte den Raser einholen und ihm dann ein Bußgeld verpassen. Und dann plötzlich hätte er ein Licht wahrgenommen und hier an diesem Ort und ist dann von der Straße runter hier hochgefahren und hat dann sogar etwas wie eine Explosion registriert und meinte dann eben, dass er auch ein ganz lautes Röhren gehört hätte. Und er dachte, er wäre vielleicht ein Flugzeug abgestürzt oder irgendwer mit Dynamit gespielt. Darum ist er dann da hingefahren, hat sich das angeschaut und da hat er eben das UFO gesehen. Und ja, da kamen dann zwei Manneken raus, ne, im weißen Overalls und wären dann da herumgelaufen. Und er hatte eben so viel Angst, dass er sich sogar zu Boden geworfen hat. Und hat dann sogar irgendwie gar nicht mehr getraut, so hoch zu schauen, weil er das irgendwie alles sehr befremdlich fand. Ja, aber noch heute wird seine Sichtung eben als Fälschung dargestellt. Über die Presse, die dann eben behaupten, ja, er hat sich das eingebildet. Andere sagen, das waren ein paar Studenten, die ihm Streich spielen wollten. Außerdem gibt es dann noch andere, die sagen, ja, er hat anscheinend nur einen Wassertank wahrgenommen oder er war irritiert, vielleicht hat er ja was getrunken gehabt und all diese möglichen Ausreden, die es da gab. Ja. Ich wüsste nicht, wie ein Wassertank hierher gekommen hätte sein sollen. Ja, auch dieser Studentenstreich ist unlogisch. Denn woher wussten denn die Studenten, dass er hier hinfahren würde? Oder? Ja, eben. Ja. Also wir glauben an die UFO-Sache. Also wir glauben auch, dass der Fall Zamora bei Socorro, tatsächlich stattgefunden hat und auch authentisch ist. Ja. Das rieche ich. Ich spüre das. Das riechen wir. Wir riechen das, genau. Authentisch. Fertig. Ende der Geschichte. Ist doch. Ende der Geschichte. Ja, wir sehen uns gleich wieder und zwar von einem ziemlich coolen Ort. Ja, bis gleich.